Jo, was geht ab, Freunde? Bevor das eigentliche Video anfängt, haben wir wieder eine kleine Kooperation mit unserem Partner Lootboy. Team of the Year fängt dieses Wochenende an, Freitagabends, um es genau zu sein. Ob die Spieler dann direkt schon in Packs zu ziehen sind oder erst am Montag, werden wir dann sehen. Aber Lootboy hat sich nicht lumpen lassen. Es gibt wieder eine Special-Aktion zu Team of the Year. Wer ein 10er-Bundle-Pack kauft, ob es jetzt mit Diamanten sind oder mit Echtgeld, ja, insgesamt wäre es hier dann 9,99, kriegt ein garantiertes FIFA-Points-Pack, wo mindestens 500 FIFA-Points drin sind, bis zu 12.000. Und ja, in diesen einzelnen Packs könnt ihr auch nochmal FIFA-Points, bis zu 12.000 FIFA-Points gewinnen. Aber dazu auch noch verschiedene Spiele, verschiedene Rabatte und ein unterschriebenes Trikot von dem GOAT himself, Lionel Messi. Wer das ziehen sollte, markiert mich auf jeden Fall mal auf Instagram, das wäre zu krass. Die Aktion geht bis zum 24.01. Und ja, wie gesagt, Lootboy könnt ihr über iOS, über Android oder über den PC nutzen. Und dann würde ich sagen, ja, schnacken wir nicht so lange, gehen wir mal rein. Diesmal habe ich nicht genug Diamanten gecraftet, deswegen werde ich mir 10 Packs so holen. Okay, Freunde, gehen wir ins erste Pack rein. Mal gucken, ob wir da schon mal ein bisschen Glück haben. Okay, wir haben da ein paar nice Spiele. Nächstes Pack wird aufgerissen. Komm mal, Lootboy. Oh, hier Rabatte. Batman Arkham City. Wer das Spiel vielleicht haben möchte, hier ist der Code für Steam Power. Okay, das vorletzte Pack wird aufgerissen. Komm mal, Lootboy. Oh, und da sind schon die ersten Fever Points wieder drin. Ja, ihr kennt den Hasen, wie es läuft. Wer zuerst kommt, mal zuerst hier, PlayStation Store, könnt ihr das einlösen. Viel Spaß, schon mal mit den 500 FIFA Points. Und wie gesagt, bei 10 Packs kriegt ihr nochmal so ein Team of the Year Bonus Pack dazu, wo garantierte FIFA Points drin sind. Mal schauen, wie viel dann wir nochmal rausziehen können. Und da haben wir nochmal 750 FIFA Points. Ja, da hätten wir, glaube ich, insgesamt jetzt 1250 FIFA Points rausgeholt. Hier ist der Code für euch, Jungs, gönnt ihn euch. Und Lootboy hat mir noch eins für die Community gegeben. Könnte ich eigentlich selber nutzen. Aber Jungs, ihr wisst, ich bin eh ETG. Ich brauche diese Points nicht. Mein Patreon-Account nutze ich momentan eh nicht. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier nochmal ziehen. Nochmal 500. Okay, das ist nochmal extra 500 FIFA Points für euch. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Hier sind die drei Codes für euch, für die Community. Freunde, mit dem Code TOTI21 kriegt ihr nochmal 5 Diamanten und 2000 Münzen gratis dazu als kleiner Bonus. Den Link zu Lootboy findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt es gerne ab. Wie gesagt, über Android, iOS oder PC kann man es nutzen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem eigentlichen Video und hoffentlich zieh mir ein Toti demnächst. Jo, was geht denn, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie Instant Gaming. Wenn ihr günstige PSN-Karten, Xbox-Karten oder FIFA-Points oder Spiele braucht. Heute gehen wir ein bisschen auf den Content ein, auf den 19 Uhr Content. Ich nehme das gerade kurz vorher auf. Wir machen meine Back-to-Back-to-Back Elite Rewards auf. Wenn ich nicht Benjeda und Pogba in Rot ziehen sollte, sollte auch mein drittes 86 Plus Pack kommen. Und ja, das war's dann für heute. Eine kleine Teambesprechung vielleicht am Ende noch, was wir vielleicht dieses Wochenende machen. Bevor wir reingehen, Jungs, gehen wir kurz auf den Content ein, der auf Twitter unterwegs war. Es gab wieder neue Packs in den Codes. Ihr seht es schon im Hintergrund. Zwei seltene Gold-Angreifer, doppelt 83 also, ja, doppelt 83 Mittelfeldspieler, doppelt 83 Abwehr-Torwart-Pack. Ob es wiederholbar ist, ich glaube eher nicht, Jungs. Also wenn das wiederholbar ist, wird sich das so oder so nicht lohnen, meiner Meinung nach, weil das müsste Minimum 83 Rating mit hoher Chemie sein oder 84 Rating. Und da sind wir pro Pack bei 50.000 Minimum, wahrscheinlich sogar mehr. Deswegen denke ich persönlich, vielleicht was Einmaliges mit 83 Rating. Kann man sich dann mal geben. Ja, mal schauen, was das genau ist. Wer noch Münzen rumliegen hat und weiß nicht wohin, könnte eventuell ja ein bisschen den SBC-Futter beobachten und da vielleicht nochmal ein bisschen investieren. Vielleicht in die linkbaren Dinger. Ich ja, werde es wahrscheinlich nur semi machen. Und das kam eben auch noch raus von der offiziellen FIFA-Seite. Ihr seht es schon, ich starte es nochmal neu. Oh, ey, yo, 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 chill mal, bitte keine Musik. Wir haben einen neuen Trailer. Toti, die endgültige Elf-Bekanntgabe. Morgen. Klingt für mich ein bisschen wie, wir sagen euch morgen, was da drin ist. Aber nicht, dass sie im Pack sind, sondern vielleicht am Montag. Ich verstehe nicht, warum die so ein Theater drum machen. Bin ehrlich mit euch. Also das Best-Case-Szenario wäre für mich, morgen alle 11 Spieler in Packs und dann schon die Upgrade-Packs ballern, weil ich persönlich, also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber bei mir ist der Hype ein bisschen schon raus beim Totti, weil wenn morgen zum Beispiel auch die Angreifer kommen sollten, ich kann als RTG-Spieler eh nicht viel machen, ja. Weil selbst wenn morgen die Upgrade-Packs draußen sind und ligenspezifisch, dann kannst du ja eh nur ja, einen Spieler pro Liga ziehen, dass so ein Ronaldo, Messi oder
Wenn du ein Dostiges ziehst, ist direkt bei 0 und das ist für einen RTG-Spieler dann dumm. Da würde ich eher warten, bis ja, alle im Pack sind. Ganz kurz nochmal ein kleiner RTG-Update. Ich habe Best plus minus 0 gleich verkauft. Fandas habe ich, glaube ich, plus minus 0 verkauft und Douglas Costa mit minimalen Minus. Was okay ist, Jungs. Wir konnten alle drei Spieler testen und ich konnte die jetzt mit plus minus 0 verkaufen, was in Ordnung ist. Der Rest, ja, ist noch ein bisschen UV-Verkäufe und ich habe noch halt über 60 Spieler drin oder fast 60 Spieler. Ihr seht schon, ich habe 5,8 Millionen. Der Johan Cruyff kommt immer näher. Theoretisch, wenn ich mir Pelé oder R9 holen will, müsste ich meine UV-List komplett ausleeren, aber ich muss mal gucken, Jungs. Das Ding ist, ich will auch noch weiter Spieler kaufen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, wen ich jetzt demnächst holen soll. Ob ich vielleicht doch einfach für Bruno Fernandes Team of the Year gehen soll, weil ich Bock auf den habe, oder doch Johan Cruyff Prime. Weil das Ding ist, ich werde heute auf jeden Fall noch ein bisschen reinballern. Ihr seht schon, ich habe 650 Spieler jetzt. Ich habe nochmal fast 200 nochmal gestern nachgekauft. Bin halt sau faul, ne, Jungs. Aber ich will eigentlich da Minimum 1500 sehen. Wenn nicht sogar mehr, deswegen. Es war aber auch nicht schlecht, bin ich ehrlich mit euch. Das sind einige Spieler, das sieht man jetzt hier leider nicht. Das waren Premier League Spieler, die sind nachgerückt. Und die meisten waren sogar bei 2000, glaube ich, wegen den Top-Partien. Also ich habe sogar ein paar Spieler wieder verkauft, weil die bei 2000 waren, wegen den Top-Partien. Und dann würde ich sagen, ja, genug Geschnack. Ja, Content gucken wir gleich nochmal um 19 Uhr. Und dann gehen wir erstmal zu den 55k-Packs. 4 Stück, nehme ich mal mit. Mache ich auch, denke ich, jetzt auf. Sollte ich eigentlich aufbewahren für Team of the Year, aber sollte EA Sports mir da jetzt ein Oblak und ein TSD-Ding rausgeben aus den 4 Packs, vielleicht kommt da noch ein Base mit Icon-Pack. Ich habe momentan halt nicht genug, Jungs. Ich müsste, glaube ich, 250.000 Minimum bezahlen, um das Pack zu machen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel, weil ich will ja demnächst auch den großen Spieler dann einkaufen und dann kann ich mir jetzt nicht 200-300k nochmal ausgeben. Dann würde ich sagen, ja, machen wir das Base Icon Pack erst, wenn die Upgrade Packs da sind und dann wir da ein bisschen ballern können. Okay, 83er nehmen mit. Okay, nächstes 55k Pack, EA Sports. Oh, das sind irgendwie mehr 55k Packs, ich weiß gar nicht, von wo die noch sind. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht alle Packs aufmachen. Ich will ein paar natürlich noch für das Team of the Year aufbewahren, wieder ein 83er. Ich glaube, ich mache noch eins auf und dann geben wir direkt die Elite Rewards, weil, ja, wie gesagt, ohne Sinn, die jetzt eigentlich aufzuballern. Okay, Freunde, machen wir das letzte 55k Pack auf. Die anderen behalte ich dann für Team of the Year, wie gesagt, ohne Sinn, eigentlich die jetzt aufzumachen. Was soll da kommen, Jungs? Ihr seht, es geht zumindest jetzt mal durch, aber ja, es kommt da nichts Interessantes. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das alles mit. Das ist der gute Vidal, 83er, und dann geben wir direkt in die Elite Rewards, weil lieber vertiefte hier, meine Freunde. Okay, gehen wir zu meinen Back-to-Back-to-Back Elite Rewards. Schauen wir mal, ob sie wieder so fruchten wie vorletzte Woche. Letzte Woche waren die nicht so nice. Seit wir wieder auf der PS5 sind, läuft es ja ein bisschen besser. Man muss auch sagen, wir haben dann auch jetzt Ronaldo im Team. Der carried uns halt durch die Weekend League. Und dann würde ich sagen, ja, zuerst die Player-Picks. Wie gesagt, wenn jetzt nicht Pogba und Ben Yedder kommen, sollte noch ein 86-Plus-Pack am Ende am Start sein. Ja, wie immer, ich würde sagen, machen einfach auf. Also ich bin jetzt sicher, dass da fast nichts mehr kommen könnte. Oh, Stones, muss ich ehrlich sagen, sieht nicht mal so schlecht aus. Ja, aber nehmen wir den mit. Wird wahrscheinlich eh alles abgegeben jetzt hier, wenn das wieder kein Ben Yedi oder Pogba rauskommt. Den ersten Franzosen haben wir. Okay, Thielemann sieht auch nicht mal so schlecht aus. 5 Sterne Bequit, 4 Sterne Skills, okay. Bringt uns auch für unser Team nicht weiter. Und dann haben wir den letzten Player-Pick. Vielleicht noch ein Franzosen hier, Sports. Alter, Insigne ist nice. Bin ich ehrlich mit euch. Hi. Oha, der sieht sogar spielbar aus. Wie viel ist er wert? Ey, 100.000 Münzen. Den werde ich, glaube ich, sogar nicht abgeben, Chat. Den werden wir vielleicht sogar dieses Wochenende spielen. Oha. Bin ich ehrlich mit euch. Bin ich ja anders zufrieden eigentlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass nur einer von den Big Boys kommt. Den habe ich auch gar nicht mehr auf dem Radar. Ich dachte, da wären nur Ben Yedder und Pogba gut. Aber ey, das ist nice. Bin ich ehrlich mit euch. Das sind gute Player-Packs für Elite Rewards. So, dann haben wir noch das 100k-Pack. Kann man auch aufbewahren. Aber ja, komm. No risk, no fun, meine Freunde. Vielleicht kommt da ja eine Ikone raus. Vielleicht wird ja mein Mut belohnt, EA Sports. Es ist ein Walkout. Es ist nicht schlecht. Normaler Walkout. Nee! Stellt euch mal vor, Chat. Stellt euch das mal vor. Ey, das wäre mal, ja, das wäre nice gewesen, EA Sports. Aber Bernardo Silva ist auch in Ordnung. Aber imagine, Jungs, was los wäre in den Kommentarbereich. Uff, Alter, wenn da noch Ronaldo drin wäre. Ist nicht mal so schlecht, bin ich ehrlich mit euch. Bernardo ist, ja, guck mal, über 30. Die beiden sind Abstoß. Ist okay, ist hinten vielleicht noch was? Nein, aber ich bin zufrieden. Ich glaube,
Für ein tauschbares 100k-Pack kann man gar nicht meckern. Dann haben wir noch das 3er-Set. Wenn hier Walkout kommt, nochmal so ein Insigne, würde ich nehmen. Ansonsten, ja, da darf ich mich nicht beschweren für die letzten Wochen, was die mir schon gegeben hat. Oh, komm. Ah, mean. Okay, das sucks. Das sucks. Ich glaube, da kann auch nichts mehr kommen. Ach, der Jovic. Ist der überhaupt was wert, der gute Jovic? Der gute Jovic, Digga. Back bei Frankfurt. Direkt mit einem Doppelpack direkt in Form bekommen. Oh, das ist, glaube ich, nicht mal so schlecht. Der ist 18.000. Der sollte auch ein bisschen... Okay, sag ich so, wie es ist. Unter 13.000. Der wird in ein paar Wochen oder bei der nächsten guten SBC auf über 20.000 steigen. Das ist ein mega guter Investment, sehe ich jetzt hier. Ist okay, Jungs. Wir haben hier 50.000 mitgenommen. Bin sogar zufrieden mit dem Elite Rewards. Okay, Freunde, das Gute ist, ich kann jetzt meinen schwächeren Instinct hier abgeben, weil ich habe jetzt den besseren. Deswegen kann ich ihn abgeben. Und dann passt der Hase eigentlich. Das Ding ist die Frage, gebe ich Watkins oder Can ab? Ich weiß, es ist mein Lieblingsspieler, aber er ist halt nur 20.000 wert und Watkins ist 60.000 wert. Deswegen gebe ich jetzt mal Can ab. Das ist eh nicht die beste Version von ihm. Er wird safe noch eine bessere Version bekommen. Deswegen, ich denke, so ist es in Ordnung. So werden wir es abgeben. Und ja, mal gucken, was ihr mir noch geben kann. Theoretisch habe ich schon fast alles, ne? The Gold würde noch passen, ansonsten weiß ich nicht. Warten bringt jetzt auch nichts, ne? Team of the werden auch nicht hier drin sein. Erst Team of the Season wird sich jetzt lohnen zu warten. Deswegen werde ich sagen, komm, geben wir es einfach ab. Neuer Easy ist eh da. Und dann schauen wir, was wir noch ziehen können. So ein Kyle Walker würde ich feiern. Dann könnte ich nicht meinen verkaufen, EA Sports. Kyle Walker wäre nice, Kanté wäre nice. Das sind schon einige Spieler am Start. Da sage ich nicht nein. Und ich mache kein R3-Pack, sondern wir gehen einfach rein, weil letztes Mal, als wir reingegangen sind, hat es auch Glück gebracht. Deswegen, wir haben beim ersten Mal Bruno Fernandes gezogen. Da bin ich schon zufrieden, sogar den Second in Form. Und beim letzten Mal haben wir Goretzka gezogen, den wir noch nicht gespielt haben, aber da war ich auch zufrieden. Und dann mal gucken, was beim dritten kommt, EA Sports. Ja. Ja, sie lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Sie haben, natürlich haben sie gelacht. Das, ja, das war ein Satz mit X, glaube ich, Chat. Man kann ja nicht immer Glück haben. Ja, dann nehmen wir den guten Thomas Müller mit für vielleicht für irgendeine SBC. Gut. Könnte schlimmer sein, könnte besser sein. Was willst du machen? Dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Teambesprechung und dann ja, warten wir auf den 19 Uhr Konten, schauen wir, was wir noch machen können. Das ist vielleicht das Team, was ich für den Freitag geplant habe, je nachdem, was EA noch raushaut. Wir wissen halt nicht, was genau EA geplant hat, ob da jetzt Team of the Year Nomis kommen am Freitag, kommt das ganze Team of the Year, kommt nur die Bekanntgabe. Das wäre so das Team, was mir jetzt so einfallen würde, was ich noch so bauen könnte, ohne groß einzukaufen. Wie gesagt, groß einkaufen will ich noch nicht. Der nächste große Einkauf muss halt ein Team of the Year Spieler sein oder zum Beispiel Prime Cruyff. Ich muss halt noch gucken, ja, wie ich das hinbekomme in Münzen. Ich habe jetzt ja fast genug für Prime Cruyff. Der kostet ja um die 6 Millionen. Aber ich wollte auch noch ein bisschen investieren in die Rare-Karten. Und ja, ihr könnt mal gerne reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch noch andere Vorschläge, wie ich es verbessern kann. Vielleicht mit Insigne. Ja, vielleicht kann ich irgendwie doch mit Flügelspieler spielen und Insigne nochmal einbauen, wenn ihr das vielleicht ein bisschen mehr feiert. Ansonsten dachte ich, vielleicht spiele ich mit denen hier noch. Kosar wollte ich selbst noch mitnehmen, weil mir Verlinkungen, gute Stats und ansonsten ja, haben wir halt nicht viel Veränderungen. Ist halt schwierig jetzt vor Team of the Year. Ne? Wie gesagt, will ich nicht so große Spieler kaufen, weil ich will dann ja lieber dann zuschnappen, wenn die Big Boys vielleicht ein bisschen runtergehen. Bis jetzt hat sich nicht viel verändert. Wir müssen gucken, wie morgen so ist, wie der Markt sich verändert. Und dann ja, würde ich sagen, gerne Vorschläge in den Kommentarbereich. Ansonsten sehen wir um 19 Uhr wieder. Mal gucken, was die EA für uns vorbereitet hat. Okay, Freunde, 19 Uhr Easter. Wir haben ein bisschen SBC-Konten bekommen. Wir haben Yachichi, der sogar günstig ist. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber ja, denke ich so um die 50.000, vielleicht ein bisschen mehr. Ist okay. Ist halt nicht Meta, ne? Bisschen langsam, sonst hat er eigentlich ganz nice Stats. Wir haben seltenen Spieler Pick 84 Plus. Würde ich persönlich mitnehmen. Beziehungsweise erst abschließen, wenn alle Team of the Year Spieler in den Packs drin sind. Werde ich zumindest so machen. Und wir haben neue Ligen-SBCs bekommen. Glaube ich, die mexikanische Liga habe ich gesehen. Und wir haben La Liga bekommen. Und die chinesische Liga sehe ich auch noch. La Liga, da kann man wieder gucken, 125k-Pack. Könnte man eventuell nebenbei grinden, wenn man die Upgrade-Packs ballert. Ja, da sind nämlich gute Packs dabei. Mega-Pack haben wir hier. Wir haben hier ein 50k-Pack. Also könnte man überlegen, ja, nebenbei zu grinden. Und wir haben einen Ladebildschirm bekommen, wie ihr im Hintergrund seht. Sieht eigentlich sehr, sehr nice aus, das Design, muss ich sagen. Gefällt mir. Muss man noch schauen, wie die aussehen, wenn die Spieler drin sind. Und das sieht für mich persönlich so aus, als würde morgen die drei
Stürmer schon in Packs zu ziehen sein und so mit auch das Team für hier offiziell anfangen. Schreibt mir mal rein. Ich bin noch ein bisschen verwirrt von dem Trailer, den ich vorher gesehen habe, mit den Ankündigungen. Es könnte natürlich auch nur eine Ankündigung sein. Es ist jetzt, steht jetzt nicht drin, dass sie in Packs sind, ne? Aber ich glaube persönlich, morgen fängt es an mit einem Stürmer. Wäre schon ein GAU, wenn die nur das Team vorstellen. Aber ja, nettes Design, gefällt mir. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung rein. Was denkt ihr, fängt es morgen an oder nicht? Für mich als RTG-Spieler ja, wird es eh nicht so viel Unterschied machen. Ne? Die meisten, die ihre Packs aufgespart haben, werden eh ihre Packs erst aufmachen, wenn alle Spieler in Packs sind. Und ich, ja, muss mal auch schauen. Und ich habe jetzt ein bisschen geguckt. Der gute Gräuf ist schon eigentlich... Ja, bei meinem Wunschpreis. Guck mal, er ist jetzt schon bei 6 Millionen. Ich könnte ihn theoretisch auch schon mitnehmen für morgen. Bin echt am überlegen, Jungs, schreibt mir mal rein. Wäre auch geil, aber das Ding ist, ich muss echt überlegen, weil ich muss eigentlich hier noch mehr Spieler kaufen, mehr Rare-Karten. Da muss viel mehr hin. Vierstellig muss Minimum sein. Ich werde es mal überlegen über die Nacht. Ja, ob ich heute streame, muss ich mal schauen. Morgen safe stream auf YouTube. Was wir genau machen, werden wir sehen, Jungs. Ja. Packs werde ich wahrscheinlich nicht so viele ballern. Wenn ihr morgen eure Packs ballern wollt, können wir es gerne per Shareplay zusammen machen. Ansonsten war es mit heutigem Video. Euer KC ist für heute raus. Bis später oder bis morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao.